Das letzte Mal Lohmühle in diesem Jahr mit dem Sohn einer Meppen-Legende beim VfB, Torben Deters, rechts im Bild, dessen Vater Bernd Rekordspieler bei den Emsländern ist. Beim SVM ersetzt Krüger den verletzten Rama. Außerdem muss sich Trainer Thorsten Frings eine komplett neue Innenverteidigung bauen mit Al-Hasamai und Osei. Trotzdem beginnen die Gäste an der Lohmühle defensiv stabil und offensiv mit dem Zehner Luka Tankulic als Mastermind im Mittelfeld. Gute Übersicht und dann Markus Piosek. Tor! Per Bogenlampe trifft er in der 11. Minute zum 1:0 für den SV Meppen. Weil Tankulic da die komplette Lübecker Abwehr schwindelig spielt. Und dann hat Piosek, wie wir gleich sehen werden, auch ein bisschen Glück. Denn sein Schuss wird noch abgefälscht vom Achter von Sven Mende. Lukas Reda ohne Chance. Landals Lübecker 0:1 hinten. Er hatte seine Mannschaft auf ein Geduldsspiel eingestellt und genau das ist auch eingetreten. 30. Minute, Freistoß Thiel, Kopfball Okungbowa. Kann man mehr draus machen als der VfB-Verteidiger? Kommt da frei zum Abschluss, aber verfehlt das Ziel dann doch deutlich. Die 42. Spielminute, Ballverlust, Gruppe schenkt den Ball her. Dejan Bocic spaziert durch die VfB-Abwehr und trifft den Pfosten. Das wäre ja schon fast die Vorentscheidung gewesen. Mende ist kein guter Bodyguard mit der Nummer 8 und auch Okungbowa nur passiver Begleiter. Pech für die einzige Sturmspitze des SVM. Landals Lübecker zur Pause 0:1 hinten. Für Meppen das 6. Spiel innerhalb von 20 Tagen. Trotzdem besser aus der Kabine gekommen. Luka Tankulic kann C hier abschütteln und dann ein guter Laufweg von Bocic. Auch eine gute Schussposition. Diesmal nicht der Pfosten, sondern das Außennetz. Dejan Bocic wartet immer noch auf seinen zweiten Saisontreffer. Hier in der 56. Minute fällt er nicht. Er schüttelt Gruppe ab und trifft dann das Außennetz. Rolf Landal ein wenig ratlos. Das ist einer der schwächeren Auftritte seiner Mannschaft. Je länger das Spiel dauert, desto besser wird Luka Tankulic. Hat Platz, hat Übersicht auf der rechten Seite. Guda läuft dann durch. Rieble geht den Weg nicht mit und Tankulic köpft das Tor zum 2:0. Diesen Treffer hat er sich ja quasi selbst vorbereitet. Der Spielmacher des SV Meppen, Guda, hat den Kopf oben einmal kurz geguckt, sieht, dass Tankulic durchläuft, aber keiner geht den Weg mit. Und das ist aus kurzer Distanz denn eine vergleichsweise leichte Aufgabe. Reda zum zweiten Mal bezwungen und Frings absolut einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft. Was hat der VfB Lübeck noch anzubieten? C hier auf Deichmann. Deichmann, wo ist die Lücke? Da ist sie! Und da ist Domaschke! Eine der wenigen Prüfungen für Erik Domaschke im Tor des SV Meppen. Ansonsten steht die Defensive der Emsländer absolut stabil. Nach einem Zwischenhoch mit 4 Siegen in Folge nun das 5. Spiel ohne Sieg für Rolf Landal und den VfB. Es ist natürlich unglaublich schade, dass man jetzt mit so einem Negativ-Ergebnis da in die Winterpause geht. Aber ich habe gerade der Truppe gesagt, ich meine, jetzt müssen wir die Akkus aufladen in der Winterpause. In dieser kurzen Winterpause und dann die Situation so annehmen, wie sie ist und dass wir aus dieser Situation uns befreien können. Und der Plan des SV Meppen ist komplett voll aufgegangen. Das haben die Jungs hervorragend gemacht, die haben sich heute nochmal richtig gequält. Und umso mehr freue ich mich, dass wir das Spiel heute hier gewonnen haben, weil wir haben keine Chancen zugelassen, waren selber gefährlich, hätten den einen oder anderen Konter noch besser ausspielen können, dann hätten wir den Sack früher zumachen können. Aber ich kann nur echt nur einen Hut davor ziehen, was die Jungs momentan leisten. Und das hier ist noch nicht die Meppener Weihnachtsfeier. Einmal müssen sie noch ran am Mittwoch im Nachholspiel gegen Türkgücü München. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.